Okay, Control Matchup. Das erste Mal, dass wir jetzt ein richtiges Control Matchup haben. Unser Sideboard ist sehr gut gegen Control. Und unser Main Deck ist auch in Ordnung gegen Control. Also könnte schlimmer sein. Ist jetzt nicht, sag ich mal, so krass gegen Control, aber. Genau. Sagte ich bereits. Ah, unser Removal ist halt tot gegen Control, den können wir mal aus dem nach dem Sideboard rausboarden. Wir haben Karten drinne im Sideboard, die sagen, ist unsere Kreaturen können nicht mehr gekontert werden. Das ist natürlich wunderschön. Okay, zahlen wir halt eins extra. Ist nicht verstanden. Warum er das so gemacht hat. Er hätte einfach ein Mana mehr zahlen können. Ja. War wahrscheinlich nicht absichtlich. Oder es war ein irgendein krasser Next-Level-Plan, aber ich würde es eher bezweifeln. Ich würde eher sagen, er hat sich einfach vertan, weil ich würde nicht wissen, was er davon hätte. So, wir haben jetzt leider sehr, sehr viele Mana-Dudes gezogen. Die hauen wir jetzt auch nicht alle raus, weil theoretisch nächste Runde kann er für 5 Mana alles zerstören. Ist jetzt die Frage, ob er das auch tun wird, wenn wir nur 2 Kreaturen haben. Weil die zieht uns jetzt die nächsten 2 Runden jeweils Karten. Oder er removed die jetzt in seinem Zug. Das geht natürlich auch. Oder Teferi. Oder nichts von alledem. Nichts von alledem. Nichts von alledem. Okay, dann dürfen wir jetzt eine extra Karte ziehen. Jawoll, mehr Card Draw. Nein, unsere Kreaturen sind halt sehr, sehr value-orientiert. 1, ja. Greifen wir erstmal an. Eine neue Energy. Allerdings gegen die Macht zieht er uns jetzt die nächsten 2 Runden sogar Karten. Und dann spielen wir mal den Dude. Der wird eventuell gekontert. Vielleicht auch nicht. Vielleicht lohnt es sich jetzt für ihn, alles zu töten. Uns hat er auf jeden Fall Land gezogen und die lassen wir auf jeden Fall mal oben, die ist ziemlich gut, die Karte. Weil da muss der Gegner auf jeden Fall eine Antwort drauf haben, sonst ist Game Over. Relativ zügig sogar. Ja, das war das, was ich mir schon dachte. Weshalb wir die Lanova Elfen noch nicht gespielt haben. Das war so. Lanova Elf. Und Triade. Gucken wir weiter. Was er jetzt so Schönes hat. Wir haben halt jetzt nicht mehr wirklich viel Angriffskraft auf dem Feld. Oh, er hat noch ein Fumi Geld, okay. Das ist natürlich nicht sehr gut für uns. Was wir jetzt auf jeden Fall machen ist, wir zerstören sein Land, was unsere Länder zerstören kann. Weil wir nicht wollen, dass er uns hier das Land zerstört, was uns irgendwann jede Runde extra Karten zieht. Und dann spielen wir einen Lanova-Elfen und halten uns entweder das Contempt offen oder eine Kreatur aus dem Friedhof wiederholen. Mit dem Land. Wir können das Land opfern, um eine Kreatur aus dem Friedhof wiederzuholen. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel einen Planeswalker spielt oder irgendwas Dickes, könnten wir das removen. Gut.
Da kommt nicht so viel vom Gegner. Oder doch? Ja, man weiß es nicht. Ja. Oh, jetzt haben wir gar nicht. Eigentlich wollten wir uns den aus dem Friedhof wiederholen. Naja, haben wir verpennt. Können wir immer noch nächste Runde machen. Okay. Jetzt. Big Lanova 11 Beatdowns. Attack! Bam, Junge! In your face. Runden noch. Dann haben wir das. Der hat keine Chance gegen uns und unsere Übermacht. Lanova 11, too strong. Gut, dann opfern wir das jetzt mal. Und wir nehmen uns den Dude wieder, der extra Karten zieht. Okay. Attack. Sei stark. Ich hätte jetzt gedacht, er wird gekontert. Aber wird er nicht. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Ist immer so anstrengend gegen. Also zumindest vor dem Sideboard ist es so anstrengend gegen Control Decks zu spielen. Das ist einer der Gründe, warum ich so gerne Control Decks spiele. Genau weiß, wie die Gegner sich fühlen. Ja, jetzt dürfen wir extra Karten ziehen. Gegen Control Deck gar nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt gleich 4, 5, 6, 7, 8, 9, genau, hat man eben gezählt, ne? Haben wir jetzt City's Blessing, das heißt, ab jetzt können wir auch noch jede Runde mit dem Land eine extra Karte ziehen. Und dann greifen wir an. Boah, mittlerweile sogar für 3 Schaden. Hui. Okay. Gegner macht nichts. Oh, okay, das ist mehr als nichts. Er zieht 5 Karten und wirft eine ab. Mhm. Hat er jetzt ordentlich wieder aufgeholt mit Karten. Schön ist, wir ziehen jetzt gemächlich auch immer wieder weiter Karten. Ja, 3, 4, 5 und dann noch 2 Mana über. Das heißt, wenn er jetzt einen Gierhulk oder sowas spielt, können wir den Gierhulk töten und sogar noch eine extra Karte ziehen. Ja. Das ist okay. Das Gute ist, er spielt kein Schwarz, das heißt, er hat keinen Scarab-God. Also ich meine, momentan hätten wir noch eine Antwort darauf, aber an sich ist das eine gute Nachricht. Schlechte Nachricht ist, er hat spielt dann wahrscheinlich Approach of the Second Sun. Und gegen das können wir nämlich gar nichts machen mit unserem Deck. Das muss man kontern oder abwerfen lassen und das haben wir vorm Main-Deck nur einmal drin. Ah, herrlich. Immer wenn man drüber redet, so, ne, haben wir nicht. Zack. Zieht man es. So, 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt, okay. Gucken wir uns mal seine Hand an. Okay, haben wir gekontert. Dann ziehen wir mal weiter Karten und sitzen ein bisschen rum. 14 Runden noch. Ja! All the way. Der Lanova 11 ist am Steil gehen. Das MVP bis jetzt.
4, 5, 6, 7. Also er könnte halt schon lange Approach spielen. Ich weiß nicht, wovor er Angst hat. Teferi ist doof. I know my responsibility. Versuchen wir mal Teferi Platz zu machen. Ich denke, er hat einen Konter. Oh, hat er nicht, okay. War zwar jetzt Card Advantage für ihn. Let's skip to the good part. Aber wäre halt noch mehr Card Advantage gewesen, wenn wir da jetzt nichts gemacht hätten. Ja. So viele Karten wieder noch auf der Hand hat, sieht nicht gut aus für uns. Aber noch ist die Hoffnung nicht verloren. Boah. Das wird der Lanova 11 doppelt so stark gemacht. Wenn der durchkommt. Oh, schade. Na gut, dann weiter für 1. Hi-ja. Attack. Friss das, Elender. Nein! Warum? Lanova 11, nein! Mann, das war unser bester Mann. Es geht ja gerade aber sehr verschwenderisch mit seinen Karten um. Aber er kann es halt, ne? Er hat 5 Karten gezogen. Hat aber mittlerweile nur noch 4 auf der Hand. Ich meine, wir haben nur noch eine auf der Hand, die im Matchup eigentlich fast gar nichts bringt. Dann ziehen wir mal eine Karte. Aber er geht irgendwie auch nicht vorwärts, habe ich das Gefühl. Also. Geben wir uns auf für den nächsten Teferi. Und dann schon Pima. Rishka Pima Renegade, meine ich. Nicht Pima. Pima Rishka Renegade. Eine 3-3. Almighty. Die tötet den Gegner dreimal so schnell wie die Lanova-Elfen. Jetzt fühlt er sich bestimmt voll schlecht, dass er einen Removal-Spell rausgehauen hat für unsere Lanova-Elfen. Unser Plan ist aufgegangen. Der Plan, rumzusitzen und nicht voranzukommen. Aber das ist ja auch der Plan des Gegners. Der will, dass wir rumsitzen. Sonst würde der nicht so ein Deck spielen. Du darfst ihn gerne removen. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Weil jedes Mal, wenn du das machst und das Spiel länger dauert und wir eine extra Karte ziehen, sieht es ein Stück weit besser für uns aus, auch wenn es wahrscheinlich noch mindestens 10 Runden dauert, bis wir uns aus diesem Loch erholt haben hier, diesen ziehe 5 Kartenloch. Das war ein bisschen krass. Dann ziehen wir mal noch eine extra Karte. Oh. Nicht schlecht, wird aber garantiert gekontert. Spiel mal demonstrativ. Ne, spielen wir nicht demonstrativ. Ich würde sagen, wir spielen demonstrativ zuerst die Kreatur, aber es macht überhaupt keinen Sinn, weil wir wollen ja die Karte ziehen. 1, 2, 3. Bestiary. Go! Es ist durchgegangen, okay. Spielen wir den Constrictor oder die Constrictor. Und. Warum auch immer, ich weiß gerade nicht, warum wir flüstern, aber. Oder warum ich flüster. Oh, der Gihalk. Oh, der Gihalk. Der tut weh. Das ist eigentlich nicht so doll, aber. Haben wir endlich was gefunden, wo wir unseren Removal-Sphere raushauen können? Essen Scatter, okay. Witz an der Sache ist, dass das gar nicht so schlimm ist, weil wir haben eh schon eine Karte gezogen.
Und jetzt können wir deshalb sagen, wir töten der Gierig und dann haben wir nicht mal Kartverlust gemacht. Er kontert das, ich finde das geil. Also der geht mit seinen Rohstoffen echt unglaublich verschwenderisch um. Oh, jetzt ist die Karte futsch. Das Land futsch, das uns immer Karten zieht. Und weg ist es. Wir suchen uns dann mal was Vernünftiges raus. Ein Forest. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ein Land wäre sogar diese Runde gar nicht so schlecht für uns. Ein Disallow, 2 Disallow, 3 Disallows in den Friedhof. Okay, das heißt, wir können natürlich. Ja, wir behalten das Land mal. Weil es diese Runde wirklich nicht schlecht ist. Das erlaubt uns nämlich. Moment. Erlaubt uns nämlich beides zu spielen und noch eine Karte nachzuziehen. 3, 4, ja. So, damit ist der weg. Und dann spielen wir einen Gierhulk. Nicht so bitte, sondern so, dass wir noch ein grünes Mana offen haben, um eine Karte zu spielen. Jawohl. So, das ist eine 8-8. Die da jetzt rumhockt. Die der Gegner auch removen muss, weil die sonst zweimal angreift und dann ist er tot. Haben wir irgendwelche Instants? Ja. Oh. Okay. Da haut er den Mass Removal raus für unsere eine Kreatur. Und das Land hätte er besser nicht gespielt. Achso, er hat noch eins auf der Hand, weil er jetzt eine Karte abwerfen muss. Oh, die Hydra ist auch gut. So, jetzt musst du eine Karte abwerfen. Hat er noch ein Land? Ja, hat noch ein Land, okay. Dann spielen wir jetzt die Hydra, und zwar so, dass wir... Nein, 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 nein! Bitte nicht? Kein Zeit. Okay. Ich wollte nämlich Mana machen und... So, bitte. Boah, das ist immer noch das erste Game, ne? Wir versuchen gerade das Control Deck zu outcard-drawen. Ist mega witzig. Dass das eigentlich mal so ganz gut funktioniert. Weil der hat bald keine Karten mehr. Und wir ziehen jetzt noch eine nach. Wir spielen dann einen Khan. Kriegen gleich noch eine Kreatur aus dem Friedhof wieder ins Spiel. Also an sich, oh, wunderschön. Den können wir direkt noch spielen, dann können wir nächste Runde mit dem eine Extrakarte ziehen. Wir können zwar jetzt diese Runde keine Extrakarte mit dem ziehen, aber ich habe ihn trotzdem lieber auf dem Feld, weil dann können wir direkt am Anfang unserer nächsten Runde eine Extrakarte ziehen. Na, jetzt kommt wahrscheinlich dieses hier, mischt alles wieder rein, jeder mischt alles rein, genau, und zieht 6 Karten. Vollkommen in Ordnung, 7 Karten, vollkommen in Ordnung, weil jetzt haben wir 7 und er hat 7. Nur wir haben halt ein paar Sachen auf dem Feld, die er nicht hat. Okay, Search ist mies. Haben wir aber schon eine Antwort drauf. 2 Antworten sogar. Und er hat keinen Friedhof mehr, das heißt, das dauert ein Weilchen, bis das flippt. Scry 1. Was haben wir denn noch Schönes? Das brauchen wir nicht. Ziehen eine extra Karte. Was haben wir hier? Ach, eine Nissa. Nissa hat. Hat die Nissa einen. Warum ist die im Exile? Das sieht jetzt nicht so. Also. Ah, doch, da ist der Silver Counter. Ich glaube, der wurde eben nicht angezeigt. Habe ich gerade gewundert, weil ich wollte jetzt auch nicht minus 1 machen. Und, dann auf einmal die Nissa nicht mehr haben. Oh, der Gier halt. Oh, boah. Wir haben echt hier das volle Programm am Start. So, Nissa. Wir tappen mal wieder hier dieses Land. Und
Wiesland. Und dann machen wir das so für die Messer, ja. Wir nämlich ein Land enttappen, das wird nur 5-5. Und greift den Gegner an. Mit Haste nämlich direkt. Oh, das ist unmöglich. Und dann spielen wir noch den Gearhulk für 5. Und das ist eine extra Karte. Ich finde das gerade viel zu lustig, dass wir einfach mehr Karten ziehen als er. So, dann legen wir hier noch Marken drauf. 4 bitte. Und dann kommen wir für 11 Schaden vorbei, wenn er nichts hat. Ich tippe drauf, dass er noch so einen Seal Away hat. Wäre wahrscheinlich klüger gewesen, die zu verteilen, die Marken. Aber wir spielen nicht klug, wir spielen schnell und dumm. Okay, gleiches Resultat. Wäre besser gewesen, die Karten zu verteilen. Aber auch nicht weiter schlimm. Wir werfen ein Servant ab und ein Land. Ja. Oh. Also jetzt haben wir... Mittlerweile sieht das Board eigentlich echt gut aus für uns. Wir haben mehr Karten auf der Hand. Wir haben 2 Planeswalker. Wir haben mehr Kreaturen und Card Draw. Das Einzige, was jetzt nicht passieren dürfte, ist zwei Runden hintereinander Approach of the Second Sun. Weil da können wir halt, wie gesagt, überhaupt nichts mehr machen. Nissa haut jetzt jede Runde für 5 auf den Gegner ein. Oh, was? Oh. Das wird garantiert gekontert, deswegen spielen wir gleich erstmal was anderes. Spielen erstmal den, weil den muss er auf jeden Fall eigentlich auch kontern. 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Ja. So. Ziehen wir mal eine extra Karte. Der wird nämlich gekontert, weil den musst du kontern oder töten, weil der kommt sonst, genau. Kommt sonst und haut dich kaputt. Das wollte ich ganz sagen. So. Was da drunter? Lano Elfen. Ich kapiere. Wieso cancel? Ich wollte eigentlich Mana bezahlen. Egal. Dann spielen wir mal Vraska. Gucken, ob man noch einen Konter hat. Hat er. Syncopate für 2. Na gut. Dann kommen wir mal mit einer 5-5 vorbei. Die Planeswalker, die machen jetzt hier einen guten Job. Hat er noch ein Seal Away? Kann sein, aber er nimmt den Schaden auf jeden Fall. Gut, dann machen wir jetzt mal Artefakt-Tokens. Je mehr Kreaturen, umso besser. So, nächste Runde müssen wir uns Mana offen halten. Weil dann Ascanta flippt. Und wir wollen ja nicht, dass der Gegner extra Karten zieht, das ist eher so unser Ding. Okay. Puh. Anstrengend. Aber das war krass. Also ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass unser Deck das hinkriegt, den so kaputt zu machen. So lange gegen Control-Deck auszuhalten. Wir haben das und 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 das. Wir haben ein ziemlich gutes Sideboard gegen Control. Wir haben fast keine Kreaturen von ihm gesehen. Das heißt, wir können unsere Removal Spells auf jeden Fall mal rausnehmen. Obwohl, Doom wollten wir theoretisch drin lassen. So, was nehmen wir noch raus? Wir müssen 5 Karten rausnehmen. Was ist nicht sonderlich gut gegen ihn?
Juliana ist vielleicht ein bisschen zu langsam, genau wie die Tendershoot. Expertise. Und Ballista ist auch nicht gut. Okay. Ja. Die Ballisten sind halt eigentlich schon vernünftig. Problem ist aber, wenn der Gegner viel Removal hat, dann bringen die meistens nichts. Weil du spielst sie für ganz viel Mana, dann macht er die kaputt, dann kannst du ihm zwar ins Gesicht schießen mit den Marken, aber keine Ahnung, damit tötest du ihn meistens nicht. Roadman Evans heißt er. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Der gute Roadman. Hit the road, man. Don't you come back. No more, no more, no more, no more. So. Gegner fängt jetzt an. Wir haben drei Two-Drops. Behalten wir mal so. Wir haben jetzt keine unserer richtig guten Karten fürs Matchup, aber wie gesagt, das ist auch kein schnelles Matchup. Wir können uns erstmal ein Weilchen entspannen. Also wir haben auch, obwohl das Game so lange war, das ist doof. Runde 2 aus Kanter ist echt scheiße für uns. Jetzt überlegen, ob wir erst Mana pumpen wollen oder erst Karten ziehen, aber ich denke, Karten ziehen ist wichtiger. Was ich sagen wollte, wir haben das halbe Deck von ihm gesehen, aber da war kein einziges Mal Approach of the Second Sun dabei. Das heißt, es kann gut sein, dass er es gar nicht spielt, sondern dass er nur versucht, den Gegner halt einfach mit Kontern und Value und Gearhulks und so zu töten. Das weiß man natürlich nicht. Wir greifen erstmal an. Gucken, ob er uns angreifen lässt. Damit kriegen wir auf jeden Fall schon mal eine Energy. Damit können wir ab jetzt Karten ziehen. Außer er hat jetzt einen Konter und dann in seiner Runde ein Removal für den anderen. Das kann durchaus passieren. Jetzt Disallow oder Syncopate. Nächste Runde, wie heißt der Scheiß? Das 4 Mana Enchantment plus Exile. Ich komme jetzt auf den Namen nicht, aber alle wissen, was gemeint ist. Was ist denn? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber er hat auch ein getapptes Land, deswegen kann er es nicht spielen. So, werfen wir erstmal an. Wie heißt das Teil? Ich hab's schon vergessen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Servant. Okay. Wird schon unser 2-Drop gekontert. So, was jetzt gar nicht so schlecht wäre, wäre ein Teferi, weil diese Runde können wir ihn echt gut handeln. Er zieht ihm zwar eine extra Karte, aber wir könnten dann unseren Eldest Reborn wenigstens für Value spielen. Hat er aber keine Lust drauf. Okay. Okay, ich verstehe. Oh. Kommen wieder die Almighty Llanowar Elves. Ups. So. Dann mal rein da. Nochmal schön 2 Energy. Also, eine Energy kriegen, 2 haben. Das heißt, wir könnten nächste Runde wieder Karten ziehen, wenn wir wollen. Und ich denke, wir spielen auf jeden Fall den Llanowar Elf. Ich denke, den Servant, den behalten wir uns. Und dann haben wir für 4 Mana noch das Contempt offen. Eventuell tötet er uns jetzt unser Land. Cast Out heißt es. Ah, Cast Out, ja. Da war was. Ja. Cast Out ist in Ordnung. 4 Mana für unsere 2 Mana Karte, die uns schon eine Karte gezogen hat. Das ist auf jeden Fall akzeptabel für uns. Ich bin gerade kurz davor, einen Eldest Reborn gleich rauszuhauen, aber wir haben eigentlich auch nichts Gutes im Friedhof, was sich lohnt, aus dem Friedhof zu holen. Aber wenn wir gleich irgendwann gar nichts mehr zu spielen haben, dann spielen wir einfach mal einen von denen. Land. Attack.
Das ist dann das Problem, wenn man hier jetzt die falsche Hälfte des Decks zieht. Die ganzen Mana-Dog-Dirtle-Kreaturen. Die machen dann halt wirklich nicht viel. Ja. So. End of Turn zerstört er uns das, die Ark, und dann macht er Fumigate und tötet alles. Schwarzes Mana. Obwohl grün wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ja, man weiß es nicht. Er überlegt. Das heißt, die Karte ist wahrscheinlich nicht schlecht. Ja, und er behält sie, okay. Ziehen? Da ist er, okay. Here we go. Und... Oh, okay, ich dachte, jetzt zerstört ist alles. Aber er kann nächste Runde oder zumindest in zwei Runden spätestens das Counter flippen. Ich bin eigentlich kein großer Fan davon, den jetzt noch zu spielen. Weil, wenn der Gegner halt Mass Removal hat, dann haben wir ein Problem und haben nichts mehr, was wir hinterher klatschen können aufs Feld. Aber. 3 Schaden pro Runde reicht halt einfach nicht. Obwohl, es wären nur noch 4 Runden gewesen, ne? Hat leider auch beide Karten, beide unsere Kreaturen, die Karten ziehen, exiled, anstatt sie zu töten. Sonst könnte man sie halt aus dem Friedhof wiederholen. Wer hat's noch nicht flippen können? Ja. Ja, ja, ja. Wer hat's kommen sehen? Wer hat's kommen sehen? Ich. Ups. Wollte ich jetzt gar nicht. Ich denke, wir holen uns aber den die Constrictor End of Turn wieder. Und dann gucken wir mal, was wir ziehen. Jung! Hallo. Hallo. Was willst du noch für 2 Mana spielen? Nichts, okay. Hab ich schon fast gedacht. Hätte ich fast auf My Turn geklickt. Weil das jetzt so lange gedauert hat, hatte ich das gar nicht mehr im Kopf, dass wir uns ja die Konstrukte wiederholen machen. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Wunderschön. Oh ja. Hm. Sehr gut. Haben wir wieder ein gutes Board aufgebaut, nachdem er gerade alles zerstört hat, und wir haben eine saugute Karte auf dem Deck. Eine der besten Karten im Matchup. Pay to life, draw a card. Weil die Leben meistens sehr irrelevant sind. Gegen ein Control-Deck. Da kannst du halt einfach Karten ziehen ohne Ende. Und er muss jetzt Cast Out auf den raushauen, okay. Mhm. Und ein neues Search. Dann können wir jetzt Bloodfast spielen und auch direkt eine Karte ziehen. Ziehen wir mal direkt eine Karte, vielleicht ziehen wir ja ein Land. Nein, leider nicht. Aber der hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt, weil wir schon eine Karte extra ziehen konnten. Mich würde mal interessieren, wie das Deck gewinnt. Weil es hat keine Kreaturen, die uns angreifen. Es hat anscheinend keinen Approach. Und oder vielleicht eins im ganzen Deck. Auf jeden Fall zieht es das anscheinend nicht.
Also wirklich, keine Ahnung. Also wirklich was tun macht das Deck irgendwie nicht. Negate, okay. Who cares? Ja gut, wir kehren, weil jetzt gerade ziehen wir einen Non-Creature-Spell. Ziehen wir mal eine Karte. Der ist richtig gut. Can't be countered. Creature Spells, you control can't be countered. Ich denke, wir gucken aber trotzdem mal. Oh ne, wir gucken nicht trotzdem mal. Wir spielen wohl. Den kann er nicht kontern. Der ist gut im Board, der greift gut an. 4 Schaden. Gegen den muss er erstmal was machen. Klingt irgendwie nicht nach. Das ist eine Cat Snake. Jetzt sehe ich das erst. Das ist eine Schlange. Ah, die eine Schlange, die ein bisschen leopardenmäßig aussieht. Deswegen auch der Name. Serpopard. Ah, jetzt komme ich erst da drauf. Ich habe mir das noch nie so genau angeguckt. Ich habe mich immer gewundert, was das ist. Serpopard. Wer kommt denn auf sowas? Finde ich aber cool, das Design, muss ich sagen. Vor so einem Vieh hätte ich echt Angst, glaube ich. Okay, Gegner zieht weiter Karten, Syncopate. Bringt ihm jetzt nicht mehr viel, weil er unsere Kreaturen nicht kontern kann. Aber wir geben ihm gleich die Genugtuung, unseren Duress zu countern. Das darf er machen. Das darf er tun. Wir haben ein Land. Das darfst du kontern, Freundchen. Mit das Einzige, was du jetzt noch kontern kannst. Ja, schon fast gedacht. Und dann greifen wir mal an. Die Leben des Gegners gehen immer weiter Richtung 0. 3 Leben hat er noch. Wir spielen noch eine Kreatur, die er nicht kontern kann. Und dann ziehen wir noch eine Karte. Aber wahrscheinlich End of Turn. Weil selbst wenn wir die Karte jetzt ziehen, obwohl wenn es Llanowar-Elfen sind, aber ich würde die glaube ich trotzdem nicht aufs Feld hauen, die Llanowar-Elfen. Na, die Eldest Reborn sind wirklich nicht sonderlich gut. Der spielt auch fast keine Planeswalker. Also gefühlt spielt der nur Spells. Wir haben eben ja einen Teferi gesehen. Gegen den ist das ja gut. Und wir haben einen Gear gesehen, glaube ich. Aber sonst nicht wirklich was. Hat sich auf jeden Fall was auf der Hand behalten, okay. Ein Land. Guck sich die oberste Karte an. Die obersten 4. Was hat er da? Fumigate. Ist natürlich doof, aber auch noch lange nicht Game Over. Zögert halt jetzt das ganze Spiel ein bisschen raus. Aber auch nicht weiter schlimm, wir können weiter Karten ziehen. Und ziehen wahrscheinlich genug Karten nach. Jetzt können wir gleich mal gucken, was er so auf der Hand hat. Gucken wir mal, was hat er da so Schönes. Ist er da? Commit Walking Ballista. Ich denke, wir nehmen das oder auch. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in Walking Ballista Range kommen. Der hat momentan 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, 5 Schaden kann er mit der Walking Ballista machen. Warte mal kurz. 1, 2, 3. Ja, wir haben leider nicht genug Mana. Wenn wir das Duress jetzt nicht gemacht hätten, hätten wir uns den Serpopart wieder aus dem Friedhof holen können. Ich denke aber, wir machen das jetzt folgendermaßen. Und zwar, wir ziehen eine Karte und dann End of Turn holen wir zum Serpopart wieder. Oder wir spielen Ronas und holen uns nächste Runde den Serpopart wieder. Ja, machen wir so. Aber da kann Ronas nächste Runde direkt angreifen.
Der wird dann wahrscheinlich nach oben getan, aber auch das ist nicht weiter schlimm. Okay, er hat Land gezogen. Gut, dann 1, 2, 3. Holen wir uns das Serpopat wieder. Wo ist er? Da. Problem ist, er kann den halt theoretisch kontern, indem er sagt, weil das ist kein richtiger Konter, das tut ihn einfach nur oben ins Deck rein. Das ist okay. Oh. Oder auch nicht. Er lässt uns angreifen? Er lässt uns angreifen. Okay. Okay, der tut den weg. Okay, komische Entscheidung. Vielleicht ist das seine Wincon hier. Oh, da ist ein Teferi. Das heißt, wir können gleich Eldest Reborn spielen. Wir haben leider irgendwie sehr wenig Länder. Ich meine, wir haben auch schon zwei geopfert. Aber wir haben so wenig Länder, dass er, wenn er Teferi spielt und noch genug Mana hat, um unseren Eldest Reborn zu syncopaten. Boah, das wäre jetzt geil, wenn er das spielen würde. Das wäre lecker. Oh, Walking Ballista, okay. 4-6. Ja, dann spielen wir mal Eldest Reborn. Schießt er 3 auf den Serpopart und 3 auf uns. In Ordnung. Kommt nächste Runde Teferi. Ja, ja, der braucht auch echt sein Weilchen dafür. Okay. Noch 8 Leben runter. Könnte noch mal eng werden mit dem Leben, aber eigentlich hat das weiß-blaue Deck jetzt nicht so großartig Karten, mit denen sie Schaden machen. This isn't a fight you can win. Hurry! Könnte jetzt Ascanta benutzen und dann Ascanta enttappen. Okay. Oder jetzt die extra Karten. Muss jetzt halt discarden. Which card? Discard. So, was wir jetzt Schönes machen, ist ihn abwerfen lassen. Und dann spielen wir einen Carnage Tyrant. Syncopate abgeworfen, okay. Spielen wir einen Carnage Tyrant, weil der ist 7-6, Trample und Hexproof und kann nicht gekontert werden. Das heißt, wenn er jetzt nichts hat, was alles zerstört, dann ist der nächste ohne tot. Und wenn er alles zerstört, können wir uns den einfach mit hier The Eldest Reborn einfach wiederholen. Dann kann er zwar nicht angreifen, dann müssen wir noch eine Runde warten, aber gibt Schlimmeres. Teferi, noch einer, okay. Das heißt, wir ignorieren jetzt Teferi auf jeden Fall. Achso, ich meine, mit der 7-6 hätten wir eh sein Gesicht angegriffen. Hat den Gierhulk weggetan?
Der hätte wenigstens eine Runde blocken können. Er sucht händeringend Fumigate. Settle the Wreckage. Sogar noch besser. Scheiße. Okay, das ist scheiße, weil das exiled sogar den Carnage Tyrant und damit können wir ihn auch nicht. Können wir ihn auch nicht haben. Können wir nicht wiederholen, das meinte ich mit haben. Ich kriege noch 17 Karten im Deck. Ich meine, der kann nochmal alles reinmischen. Aber wie lange soll das Game noch dauern? So. Wir holen uns jetzt den wieder rein, der sagt, unsere Kreaturen können nicht mehr geblockt, gekontert werden. So, und dann greifen wir auf jeden Fall mal an. Weil es bringt nichts, nicht anzugreifen. Der hat das Teil. Ich bin gerade überlegen, ob wir Teferi angreifen, weil dann könnte es sein, dass er das nicht benutzt, aber macht überhaupt keinen Sinn, wir greifen ihn an. Und kriegen Zettel ins Gesicht. Nimm Zettel ins Gesicht. Ja! Haben wir uns schon fast gedacht. Wir suchen ein Swamp raus. Dann versuchen wir mal noch ein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir spielen eher einen Ronus. Ich spiele eher einen Ronus, den kann er nämlich nicht kontern. Weil jetzt ihn Teferi opfern zu lassen. Okay. Jetzt ihn Teferi opfern zu lassen, bringt halt nichts, weil er einfach einen neuen spielt. Jetzt die Frage: Hat er noch einen Konter oder wollen wir. Obwohl, wir haben gerade gesagt, jetzt Teferi zu zerstören bringt nicht so viel. Da hat er vergessen, dass der nicht gekontert werden kann, wegen dem Server-Part, und hat seinen Konter weggeworfen. Boah, das ist echt ein Match. Also, macht auf jeden Fall Laune. Auch wenn ich sein Deckbuilding nicht so ganz verstehe, weil das könnte so viel leichter sein, wenn er da einfach Approach reingetan hätte, dann hätte er schon fünfmal gewinnen können. Okay. Wenn er jetzt nichts mehr macht, können wir den einfach die nächste Runde wieder ziehen. Okay, ziehen wir mal. So, ich glaube. Ja, wir gehen auf jeden Fall. Wir gehen mal auf die 4. Weil dann flippt jetzt auch das Land. Wir wollen jetzt nicht mehr unbedingt viel mehr Karten ziehen. Wir wollen jetzt zur Not, falls er was hat, was uns runterbürren könnte, das Land haben, damit wir wieder live gehen können. Oder wenn er halt Kreaturen zerstört, dann können wir die jetzt einfach opfern. Ja, nur für 3 Mana. Bonus. Okay. Dann greifen wir mal an. 4-4. Away. Mhm. Auf unseren Loot. Und dann opfern wir den um 3 Leben zu kriegen. So. Was? Ich denke, diese Runde ist es vernünftig,
Alice Reborn zu spielen, weil wir uns den Serpo-Part halt gerne wiederholen wollen aus dem Friedhof. Oh, die Hulk. Der mit dem Gehalt nicht einfach das kontern können, Alice Reborn? Okay. Sieben neue Karten. Tyrant. Und Elfen. Big Elves. Yeah, baby! Nanova Elfen. GG. Wenn wir das Deck, wenn wir das Game verlieren, dann müssen wir noch ein Game gegen das Deck spielen. Das ist echt anstrengend, ey. Er hat unsere Lanova Elfen gecountert. Ah, ich glaube, ich weiß, was er machen will. Der hat einen, der will uns jetzt für 5 angreifen und hat dann eine Walking Ballista. Auch krass, dass wir noch kein einziges von unseren, Bestiaries gezogen haben. Ich denke, die Eldest Reborn, die nehmen wir mittlerweile raus. Jetzt gleich nach dem Sideboard, weil die so geil waren, die jetzt wirklich nicht. So, Junge, überleg dir, was du tun willst. Und bald ist es zu spät. Wahahaha. Böses, diabolisches Lachen. Ja. Da ist der Walking Ballista und damit sind wir tot. Und bevor der jetzt wieder seine 1000 Jährchen da braucht, konzipieren wir. So. Hat ja auch lang genug gedauert. Man hat es schon so ein bisschen kommen sehen, also... Obwohl, eigentlich beim letzten Game dachte ich auch, wir sehen es kommen. Wir packen auf jeden Fall mal... Ups, nein, du bleibst drin. Beide Eldest Reborn raus und dann packen wir, keine Ahnung, wir packen einfach mal Planeswalker rein. Ja. Oder wir können überlegen, ob wir hier Hexproof until end of turn. Das Problem ist, wenn wir die halt auf der Hand haben und der Gegner zerstört alles, dann bringen die uns halt überhaupt nichts. Deswegen würde ich die, glaube ich, lieber draußen haben. Obwohl dieses Game hätte die Walking Ballista uns eventuell das Spiel gewonnen. Das heißt, es wäre ja gar nicht so schlecht gewesen.